Ogonit abfallgeschützt worden. Effizienz 30 ist okay, würde ich mir mal kaufen. Das ist mir zu teuer, die Waffe, auch wenn die bestimmt so 700-800 Omikrom hat. Dann rotes Händler-Handelssystem. Zeigt die Handelsrouten in den letzten 6 Sektoren an. Das ist richtig nice. Kaufen auf jeden Fall. Schildbooster nein, und dann würde ich aber noch beide Hyperraum-Upgrades kaufen wollen. Dann kann man nämlich bald auch noch ein rotes machen, wenn wir wollen. Das ist auch richtig nice. Ich mache jetzt straightforward in die Mitte. Ich will jetzt Arborion haben. Ogonit haben wir genug mit über 100.000. So, hier kommen wir dann wahrscheinlich lang. Mal gucken. Ich hoffe, das geht jetzt nicht die ganze Zeit hier so im Kreis. Das wäre voll nervig. Das ist so hier, wisst ihr? Wie so eine Spirale oder so. Keine Ahnung. Das wäre voll doof. Ich hoffe, dass wir da irgendwie ein bisschen besser hinkommen. Interessant. Ist hier ein Wurmloch? Nee, ist einfach nur ein Portal. Dann würde ich wohl das Portal nehmen wollen. Ist es das hier? Jo. Beziehung schlecht. Aber sie ist nur schlecht. Das heißt, wir können das nehmen. Probieren wir es mal. Ah, nicht gegenfliegen. Jo. Alles klar, nice. NO. Wo ist O? Ah, das geht hier hin. Nee, nee, nee. Ich will in die Mitte, Leute. Wir nehmen NO. NO ist die Richtung, die wir einschlagen, die wir schon die ganze Zeit nehmen, um in die Mitte zu kommen. Hier. Nee. Ich finde aber, die Triebwerke sind echt cool. Von dem Ogonit, das gefällt mir. So, okay. Das ist eigentlich immer eine gute Taktik. Wegpunkt setzen, wo eine Energiesignatur ist, ein bisschen weiter weg. Und dann aber schon ein Portal nehmen. Während der berechnet. Dann kann man quasi das Portal nehmen, kann einen Sektor freischalten. Und sobald man drüben ist, kann man dann einfach weiterspringen. Ne, weil das wird quasi eingespeichert, die Markierung. Guck mal, jetzt hat er es berechnet. Jetzt springen wir durch, kriegen die Information von dem Sektor. Und jetzt können wir springen. So, und haben ziemlich schnell 2 Sektoren freigeschaltet. Gerade wenn wir dann doch mal ein PvP-Projekt machen oder so, ist das, glaube ich, ganz cool, wenn man das so macht. So, hier ist aber auch nichts Interessantes. Aber wir haben zumindest den Sektor freigeschaltet. So, ich mache jetzt hier hin. Hier ist keine Energiesignatur mehr. Das ist krass. Okay, dann gucken wir mal nach Masse. Masse ist ja einiges. Also ich könnte mir vorstellen, wenn hier keine Energiesignaturen mehr sind, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass wir jetzt Arborion hier finden. Schauen wir mal. Wir sind jetzt 49 minus 17. Also minus 49 minus 17. Die Mitte ist... Ach, hier ist schon die Mitte. Wow. Okay, krass. Das ist krass. Dann kann ich das Handelssystem-Upgrade erstmal wieder rausnehmen, ne? Kann ich dafür Quantensprung reinmachen, wo der Cooldown ein bisschen runtergeht. Ist ja ein bisschen unangenehm jetzt hier so, ganz alleine. Ja, die Schilde lasse ich lieber drinne. Wertvolle Objekte gefunden. Okay. Schauen wir mal, Leute. Ach, ey, ey. Es ist ja
Ja, da vorne. Bäm, Leute. Da auch. Unser erstes Arboreon. Sind hier viele große Asteroiden? Das ist noch ein Vorrat. Das erkenne ich nicht. Weil wenn jetzt hier drei Asteroiden wären. Kleine Sultan-Brutstätte. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier Minen baue und so. Hier haben wir auf jeden Fall einen. Ich glaube, wir haben hier nur einen einzigen, so wie es aussieht. Ja, das sind alles Vorräte. Ne, hier ist auch einer. Zwei. Zwei sind hier. Dann muss man mal gucken. Ich nehme es auf jeden Fall ein. So gut, dann würde ich mal schnell hier aufräumen. Glaube ich. Und dann würde ich das Arboreon aufsammeln wollen. Nice, Leute. Hier ist richtig viel. Oh, mein Ruf zu den Sultan hat sich verschlechtert. Wie schrecklich. Müssen wir ganz kurz gucken, wo habe ich denn jetzt die Waffen, die so viel Energie saugen? Ist das auf der 7? Nee, dann auf der 5. So, weißt du. Huch, keine Waffen abgehört drin. Na nu, wo ist denn meine Feuerpower hin? Die ist weg. Nee, das Upgrade lasse ich drin. Ein Energie-Upgrade wäre noch sehr, sehr angenehm. So, alles klar. Okay, jetzt wieder besser. Omikron hatte das Schiff. Hatte. Bis meine Jäger es platt gemacht haben. Gib mir bitte deine Waffen. Ich will deine Feuerpower. Ist ja alles voll damit. Na gut, dann mach die mal platt. Ich fang mal an mit Farmen. Ich mach mal die ganzen Abwrackdinger weg erstmal. So, wir müssen so schnell wie möglich diesen Block umwandeln in Arboreon. Dann kann ich da Arboreon-Waffen drauf machen. Wie die zum Beispiel. Aber so lange benutzen wir erstmal. Das hier. Und das hier, damit es ein bisschen schneller geht. Und mehr können wir nicht benutzen. Okay, das wird jetzt eine Weile dauern. Scheiße. Ich kann dann mal Material ordnen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Mehr haben wir aber wirklich nicht. Hä? Ach nee, das waren die zwei. Scheiße. Alles klar, Leute. Ich glaube, das wird jetzt ewig dauern, kann ich mir vorstellen. Vielleicht sollte ich. Ich hätte mir einfach ein paar Arboreon-Drohnen machen sollen, ey. Also mit diesem einen guten Geschütz hier. Aber dann habe ich das nicht mehr zum Abbauen. Das ist halt auch doof, ne? Aber eigentlich wäre das schon ganz geil, die Idee. Vielleicht machen wir das auch. Ah, die sehen total cool aus, die Asteroiden. Krass. Voll rot. Na, mal gucken. Okay. Es geht runter. Yo, 31. Arboreon, Achievement. 50. Ich glaube, wir brauchen so 200 vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht nicht immer. Und dann können wir unsere Front upgraden. Und dann können wir den Arboreon ab Bergmann-Turm da drauf setzen. Also, dauert das ganz schön lange. Ich weiß sogar nicht, ob wir überhaupt Arboreon-Fracks finden können. Ob das überhaupt geht. Also, es würde eigentlich nicht so viel Sinn machen. Weil fast kein Schiff besteht aus Arboreon, außer die Sotan. Und die Sotan, die... Ja, von denen gibt es meistens keine Fracks. Die muss man ja killen, klar, dann kann man abbauen. Man muss den Boss wahrscheinlich töten, der hat bestimmt ganz viel Arboreon.
So, wir haben jetzt 205 Arborion. Ich mach mal eben noch kurz einsam, ne? Arborion, wir haben es gefunden. Toll, ne? So, gut. Und jetzt würde ich mal eben unseren ersten Arborion-Block jetzt machen wollen. Gehen wir mal ganz runter. Gibt es denn da Panzerung? Das würde mich mal interessieren. Panzerung, Panzerung. Ne, ich sehe keine Panzerung. Okay, Arborion-Höhle. Block umwandeln. Yeah. Ach, guck mal, das kostet sogar nur 30. Kriegen da 100 HP dazu, verlieren übelst Masse. Oh, nice, Brennschub geht nach oben, Hyperraum-Cooldown geht nach oben. Richtig gut. So, bam. Toll, jetzt haben wir hier einen roten Strich. Ja, wie gesagt, ey, ich werde das Schiff natürlich dann umwandeln komplett in Arborion, einfach weil sich das lohnt und dann machen wir das schwarz. Und dann machen wir das rot, meine ich. So, gut, und jetzt können wir die Waffe hier draufsetzen. Das müsste einen gewaltigen Unterschied machen. Effizienz 85. Ich werde sogar die anderen abnehmen. So, okay. Also wenn ich jetzt mal was kaputt bekomme, bekomme ich ganz viel. Ach, guck mal, macht so relativ gut Schaden. 250. Alles klar, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das Geile ist, jetzt steht hier rechts unten 2000. Wenn ich fertig bin, habe ich ungefähr 1000, weiß ich nicht, 700 mehr Arborion. Das ist doch super. Wir haben übrigens schon 4600, aber das Problem ist, um das ganze Schiff anzupassen, brauchen wir 240.000. Puh, als würde es sich halt so übelst lohnen. Ich glaube, ich mache mir dann wirklich einen Blueprint. Was ich davor nochmal nachgucken würde, ist, ob man auch aus Waffen einen Blueprint machen kann. Also ob ich theoretisch möglich bin, diese Waffe, diese Abbauwaffe, die ich habe, nochmal herzustellen, weil ich die einmal schon habe. Das würde ich mich nochmal, da würde ich mich davor nochmal schlau machen. Wenn das nicht geht, mache ich einfach daraus einen Blueprint aus Jägern. Machen wir so 20 Stück oder 30 Stück oder so. Und dann geht das übelst schnell dann. Dann haben wir ausgesorgt. Also die Sotan entstehen wirklich in Asteroiden. Ja. Also hier zum Beispiel ist auch gerade eine Sotan-Brutstätte. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn ich das hier abbaue. Ich glaube nicht so viel, ich weiß es nicht. Aber würde man die Brutstätte nicht gut down bekommen, wenn man mit Bergbaulasern arbeitet, die mehr Schaden gegen Stein machen? Wahrscheinlich, ne? Ich könnte mir vorstellen. Es könnte sein, es könnte sein. Das Ding ist, wenn ich jetzt einen Blueprint machen möchte, aus Arborion, mit diesem Bergabbau-Laser hier, den ich gerade benutze, das kann relativ teuer sein, ne? Ich sag mal so, die Jäger hier hat einer, kostet, glaube ich, 11.000 Sanion oder so.
Es kann gut sein, dass sie dann 20, 30.000 Aborion kosten. Das wäre ein bisschen doof. Ja, aber es würde sich schon lohnen, wenn wir dann davon so 10 Stück hätten, wäre halt der Shit. So, für den Anfang. Ja. Muss mal gucken. Also ich würde einfach mal so 20, 30.000 farmen, vielleicht 40.000 und hoffe, dass ich davon dann ein paar herstellen kann. Und dann, wenn das einmal ins Rollen kommt, geht das halt übelst ab. Auf einmal. Ne? So gut, aber ich werde jetzt auch erstmal Schluss machen, Leute. Ich bin echt kaputt. Ich habe das alles heute an einem Tag gemacht. Sämtliche Artefakte eingesammelt. Also, aber wirklich sehr, 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 sehr viel gespielt. Das ist ewig her, dass ich so lange was aufgenommen habe. Aber, ja, es macht halt übelst Bock. So, gut. Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, ich wollte die Asteroiden noch schnell einnehmen. Können wir mal eben gucken hier, ob da irgendwas Cooles drin ist. Bei einem Vorrat. Also wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern, bis wir den Endboss machen, so, ne? Könnte dann sein, dass er auch nochmal sehr gut Aborion bringt, logischerweise. Zum Abfragen oder so. Ich weiß es nicht. Nein. Yo, nice. Oh, wir werden das Schiff dann so richtig böse designen. So mit Schwarz-Rot oder so, mal gucken. Hätte ich aber einer gemacht, wo unser Schiff so orange war. Alter, das sieht total fies aus. Nice. 5000 Aborion hat das gekostet, aber wir können es ja später wieder rückgängig machen, wenn wir das wieder brauchen sollen. Ganz schön teuer, ey. Ah, ich könnte es sogar verkaufen, witzigerweise. Und was für Minen kann ich bauen? Erzmine, was ist denn das teuerste? Das teuerste ist die Zinkmine. Aber was bringt das eigentlich? Also kann ich dann das Zink dann irgendwie weiterverarbeiten? Oder kann ich nur das Zink verkaufen? Ich denke mal schon, dass ich das weiterverarbeiten kann. Hm? Würde ich mal glauben zumindest. Das sollte halt auch alle wichtigen Stationen, Forschungsstationen, alles sollte in der Nähe sein. Weil das wird dann wahrscheinlich das neue Zuhause. Gut, dass das kein großer Brocken war. Eieieiei. So. Wen verticke ich das denn dann? An die hier. Naja, ich sag mal so, Leute. Das ist irgendwie so die letzte Zivilisation, bevor nichts mehr ist. Sich mit denen gut zu stellen wäre geil. Weil, vielleicht, also wir müssen mal gucken, auf was wir noch alles so finden. Aber wenn wir hier zum Beispiel einen Flugjägerhangar finden würden, müsste ich nicht erst einmal hier hinreisen und so. Weil wir wollen ja schon irgendwie in diesem Bereich jetzt hier unser Zuhause dann haben. Und auch eine richtige große Dockingstation oder irgendwas bauen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Minen. Dementsprechend sich mit den Gutstellen. Davor müssen wir aber nochmal gucken, ob die alles Wichtige da haben. Also Raumjägerfabrik brauchen wir, eine Waffenfabrik brauchen wir. Reparaturdock wäre gut. Ausrüstungsdepot und so ein Zeug halt, wisst ihr? Forschungsdepot wäre gut. Müssen wir uns mal angucken, was die alle so zu bieten haben. Von daher werde ich die erstmal noch nicht verkaufen. Ich mache mir jetzt hier eine Notiz. Wieder mal. 2 Asteroiden. Das ist ein bisschen wie Hämorrhoiden. So Leute, gut. Also, bis zur nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Wo wir unser Zuhause errichten wollen. Es wird auf jeden Fall irgendwie hier so in diesem Bereich sein. Denke ich. Kann auch sein, dass es hier oben wäre. Aber vielleicht auch eher hier. Mal schauen. Und dann machen wir den Boss. Wir sind nicht mehr weit weg. Der Boss ist hier. Und wir sind da. Wir waren mal da unten irgendwo. Ganz schöne Strecke zugelegt. Und wir schauen mal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.